Einen wunderschönen und willkommen zurück zur Stronghold 1 Definitive Edition der Juwelenkampagne. Hier ist wieder euer Truly Most Wanted und heute spielen wir Akt Nr. 3 dieser Story. Und zwar die Schweinsburg, das erste DLC, was rausgekommen ist, mit 7 neuen Missionen rund um die Suche nach dem Juwel des Nordens. Ja, long story short, wir haben unsere Flucht von der Viperninsel geschafft und jetzt landen wir gerade in der Schweinsbucht als nächstes und gehen durch die Ländereien des Schweins und suchen nach dem Juwel des Nordens, eben Sir Longarms Nichte. Und da gehen wir rein, direkt mit Mission 1, harte Landung. Lasst ihr gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch die Folge gefallen sollte, und vor allem abonniert sehr gerne, wenn ihr weitere Folgen dieses Spiels oder weiterer Spiele sehen wollt. In diesem Sinne, rein da in Mission Nummer 1. Hogsfoot. Wir begaben uns wieder auf die Fährte des Juwels. Wir wussten, sie war von dem berüchtigten Sklavenhändler Hogsfoot entführt worden, einem der widerlichen Tyrannen des Schweins. Seine Burg lag im Landesinneren, hoch oben in den Bergen. Zuerst mussten wir jedoch in der sogenannten Schweinsbucht an Land gehen, mitten im Herzen der Ländereien des Schweins. Eine einschüchternde Aufgabe, denn dort wimmelte es von gut bewaffneten Männern. Mission 1, harte Landung. Wir legten des Nachts in einer vielversprechenden Bucht an und ruderten die Männer an Land. Doch bereits am nächsten Morgen wurde klar, dass man uns entdeckt hatte. Der Plan des Hauptmanns sah vor, Verteidigungsanlagen zu errichten, die Angreifer aufzuhalten und dann weiterzuziehen. Ich wusste nicht recht warum, aber ich hatte ein wahrlich schlechtes Gefühl dabei. Na gut, kann vielleicht daran liegen, dass wir in der Region des Schweins sind und wir hier eine Menge Hühnerfutter, Hackfleisch und Kolben sehen werden. Aber abseits davon, so ein Bauchgefühl muss nicht immer richtig liegen, aber liegt es leider sehr oft. Ja, wir spielen wieder auf sehr schwer natürlich, also maximaler Schwierigkeitsgrad. Deswegen taktisches Denken sind gefragt. Und wir gucken uns direkt neben dem Ziel hier oben erstmal überhaupt Zeit bis zur letzten Schlacht, also verteidigen und alle Einheiten besiegen. Ja, komplett Verteidigungsmission. Gucken wir uns mal die Hinweise an. Hinweise. Kluge Geschäfte sind der Schlüssel zum Erfolg. Also dürfen wir wahrscheinlich handeln und dann auch alles Mögliche. Interessant. Verkaufe frühzeitig Startgüter, wenn nötig. Warum, wenn nötig? Worauf wollen die damit hinaus? Errichtet zügig eine Holz-, Stein- und Eisenproduktion. Hängen die beiden zusammen? Vielleicht ja. Der letzte Angriff wird massiv. Deine Steinverteidigung sollte bereit sein. Ja, okay. Das hier macht mich gerade ein bisschen stutzig. Verkaufe frühzeitig Startgüter, wenn nötig. Das heißt, je nachdem, welche Strategie man fährt. Oder ist es ein es ist wohl wahrscheinlich ein allgemeiner Hinweis, aber wir werden sehen. Wir lassen uns mal drauf ein. In jedem Falle, Trading wird der Schlüssel zum Erfolg werden. Okay, auf sehr schwer. Hilfe brauchen wir nicht, aber wir haben hier... kategorisiert alles. Nice. Das kriegen wir hin. Wir gehen mal rein da. Erstmal die Karte angucken. Platziert euren Kornspeicher, Sire. So. Von da oben kommen die. Es gibt hier einen Weg, der hier lang führt. Da haben wir einen Marktplatz direkt auch schon gebaut. Das ist sehr gut. Hier hinten kann man sich so ein bisschen zurückziehen. Aber auch nicht so wirklich. Oh, hier gibt es einen Schleichweg. Ich glaube, das hier ist wahrscheinlich Terrain-Kante. Also... die könnten dann, ja, wie die laufen wollen, entweder hier hoch, bei denen hier vorbei. Aber wenn der Lord hier unten links immer rumläuft, so um den Pennerhof quasi. Es kann sein, dass nach A-Stern das hier der kürzere Weg ist und die hier lang wollen. Müssen wir uns merken. Was könnte man dann auch, je nachdem, als Bait nutzen? Naja. Truppen haben wir in jedem Fall Armbrüste, Piken, Bögen und Lanzen. Das ist gut.
Stein in Reichweite zum Marktplatz und Eisen da oben auch. Holz ist weiter weg. Wir müssten gucken, was wir alles bauen dürfen. Wir gehen mal wieder runter auf Tempo 10. Und starten mal mit einem Kornspeicher, würde ich sagen. Machen wir den mal da so hin. Dann direkt mal Lager bauen. Dann Holz hätte ich gerne, wie immer. Ohne Startholz geht hier nichts. Wir haben nicht viel Nahrung. Das ist nicht so geil. Wir kriegen Bier, Gold, Weizen und Hopfen. Wir könnten auf eine Brotproduktion gehen. Was ist ein schlauer, verdammt. Das kostet 50. Wir starten mit einer Brotproduktion. Den können wir nicht als Tower benutzen. Also müssten wir hier Holz einkaufen oder Stein einkaufen. Ich gehe direkt aufs Holz für einen Steinbruch. Aber ich brauche eine Mühle eher. Weil Nahrung wird nicht lange halten. Oh shit. Da muss man schon direkt überlegen, wie es machen will. Wie will ich gerne hier zubauen? Machen wir hier unten eine hin, dann können die hier schon mal in kleinen Zyklen ein bisschen was produzieren. Dann, wenn die 8 Häuser da oben beschäftigt sind, dann könnten wir. Aber wir gehen direkt auf die Steinproduktion, oder? Das Gold, das tut weh. Moment. Moment. Stein. Wir könnten halt Armbrüste nutzen. Wir könnten halt hier oben. Hätten wir mit einer Käsefarm anfangen sollen? Käsefarm, Lederproduktion und Armbrustproduktion. Wir haben 300 Gold gehabt. So viele Möglichkeiten, verdammt. Eine Waffenkammer placen. Also platzieren ja in jedem Fall, klar, es ist keine Frage, es ist eher so, wo kommt sie denn hin? So, mach's mal hier so. Handeln. Wir können keine Waffen kaufen. Okay, das ist gut zu wissen. Dann machen wir. Ich investiere zuerst hier in den Steinbruch. Hätte ich zuerst machen sollen, die 10 Holz dahin. Dann machen wir den hier. So. Dann verkaufen wir eventuell. Hopfen haben wir genug. Bier wird sich erstmal halten. 160 haben wir wieder. Eine kleine Soldatentruppe des Schweins befindet sich auf dem Weg zur Burg. Ungeil. Uns fehlt genau ein Holz hier. Das ist mies. 1, 2, 3. Das hier behalten wir. Ich verkaufe Hopfen. Dann holen wir uns mit dem nochmal 5 Holz dazu. Spielen hier noch den Kollegen aus. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Haben wir das Holzproblem mit Leuten? Können wir hier irgendwo bauen? Da oben. So. Dann haben wir neue Leute. Und euch müssen wir direkt formatieren. Oder formieren eher. Rücken aus. Formatieren wie so ein PC einfach. Mein Bogen ist euer, mein Herr. 3. Eure Befehle? Euch auf die 4. Bin zur Schulter die Waffen. Vorwärts, Pikiniere. Was wünscht ihr? Kann ich dienen? Ja. Sind auf dem Weg. Waffen geschultert. Wenn wir hier mal ein bisschen Deckung einnehmen, das könnte, glaube ich, gut sein. Hi. Jetzt bin ich hier nach vorne. Boah, kommt man hier hoch? Nee, oder? Aber von hier aus können wir halt ein bisschen schießen. Da oben, oh, da können die auch spawnen. Oh, shit. Wir gehen. Wenn ich jetzt da oben spawnen, wäre bitter. Nun. Das habe ich nicht gesehen vorher. Bereit, ja,
Schau mal hier hinten bleiben. In Ordnung. Zur Stelle. Mitkommen, Jungs. Im Laufschritt. Mein Bogen ist euer. In Bewegung. Mann, ist abhängig davon, wo die spawnen. Ihr könnt auf uns eure zählen. Lordschaft. Wenn die von da oben aus kommen, die werden safe hier lang laufen. Schweins greifen an. Von? Direkt so 20 Kolbis. So Pi mal Daumen. 20 Kolbis. Produktion hier hinten läuft an. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Wir drücken jetzt keine Rationen rein, das ist zu früh dafür. Holz kommt gleich. Wohin gehen wir? Schultert die Waffen. Die haben wir. Oh, waren schon viel zu viele Verluste. Mein Herr? Unschön. Rücken aus. Los. Vielleicht ein bisschen zu viel gepokert. Eure Befehle? Sire, allzeit bereit. Nach hinten mal ziehen. So, Holz kommt. Sehr gut. Kriegen wir hier 4 Steinbrüche hin oder 3? Nein. Nur 2 Stück? Och nö. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Leute. Hier, Holz bei den Hütten. Oder eher Holz für die Hütten. Käsefarm. Eine kleine Soldatentruppe des Schweins befindet sich auf dem Weg zur Burg. Och nö. Wenn es jetzt dauerhaft so geht, wird's übel. Bin zur Stelle. Wir müssen mal zumachen vor allem. Wir dürfen hier eigentlich nicht durchlaufen. Die Truppen des Schweins greifen an. Wie viel diesmal? Ja, jetzt grüß Gott. Natürlich. Was für eine Schweinerei. Bogenschützen bereit. Waffen geschultert. Hoch da. Erstmal die Bude dicht machen. Let's go. Das gibt uns ein bisschen Zeit. Schade. Nicht geil. Das war aber gerade rechtzeitig. Aber wir haben gut angefangen. Den feindlichen Angriff überlebt. Machen wir es hier so zu. Okay, wir haben keine Holzproduktion mehr. Das ist schlecht. Aber wir haben auch schon ordentlich hier auch Holz weggemäht. Ich glaube, ich mache wirklich mal, einfach nur, auch wenn es blöd klingen mag, weil ich mache mal eine Holzfäller hier oder 2 in die Burg rein, falls das schief gehen sollte. Die haben zwar natürlich weite Laufwege, aber dann können die wenigstens hier safe arbeiten. Das soll mindestens 12 Garantie haben, dass die immer nach Hause kommen. So, Waffenproduktion hier. Wir haben davon ein bisschen was. Let's go. Wir benötigen Gold. Mist, Gold. Gold, Giga, Gold. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Irgendwas ist ja immer. Irgendwas ist ja immer. Hier, zack, die Jungs. Entlegene oh, Angstfaktor-Bonus. Rein da. Schweins auf dem Weg in diese Richtung. Rein da. Angstfaktor machen wir sowas von. Ich glaube, plus 5 kann die schaden hier in der Runde. Und wir brauchen
Unsere Lebensmittelvorräte schwinden. Steuern? My Lord. Wir haben keinen Weizen mehr, ne? Oh, shit. Die Truppen des Schweins greifen an. Holz kommt. Von wo? Nicht gerade wenig. Mal hier aufmachen, kurz, dass sie sich hier hinbeten. Da kommen sie. Damit die hier schön in die Falle reinlaufen. Wo wollen die hin? Wir brauchen Leute, wir brauchen Defense. Hoch da. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Das Nahrungsproblem. Oh Gott. Eure Beliebtheit sinkt. Oh oh. Mehr Käsefarm. Der Feind ist bezwungen. Dann können die noch hier raus und die können hier Käse produzieren. Ich biete, glaube ich, keine Weizenfarm da unten aus. Das ist sonst zu risky. Dann lieber kurz vor knapp auf Nahrung sein. So. Ja, das könnte bocken. Und zwar ordentlich. So, Mauer hier rum. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Da ziehen wir dann schön bis dahin auf. So. Dann bleiben wir hier im inneren Hof. Essen haben wir ein bisschen, das sieht gut aus. Geld kommt dran, sieht auch gut aus. Hier mal kurz ein bisschen gegenhalten. Dann, wir haben. Wir benötigen Holz. Nicht wir genug haben Holz. Keine Nahrung mehr, Sire. Dann machen wir eine Schenke. Zeit für den Bierausgleich. Dann können wir noch mehr Steuern drücken. 6er Steuern am besten. Plus 3 sogar, sehr geil. Oh oh. Oh oh, nicht geil. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe des Schweins auf dem Weg in diese Richtung. Das könnte ungemütlich werden. Wir machen mal Speichern zwischendrin. Bucht des Schweins. Machen wir mal 1 oder unterstrich M1. Und dann Part 1. So. Und Speichern. Also wir haben eine kleine Wirtschaft, das sieht erstmal noch okay aus. Es kommen Leute zur Burg. Yay, immerhin etwas. Ihr habt nicht genügend Gold. Die Truppen des Schweins greifen an. Wie viel diesmal? Wo? Mein Herr, in Bewegung. Hoch damit euch. Hier einen Weg machen, dass die mal reinlaufen sollen. Nicht gut. Zweiter Mauerring. Was? Oh ne. Oh ne, 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 ne. Oh ne. Belagerungsturm vor unseren Mauern. In Ordnung. Nein, die sind da hochgekommen. Nicht euer Ernst.
Oh mein Gott, nicht euer Ernst. Nö, 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 nö. So nett, Freundchen. Und laden. Okay, Belagerungsturm, bad. Sehr, sehr bad. Das machen wir anders. Wenn die damit um die Ecke kommen, erstmal hier es kommen alles, was wir haben. Die Truppen des Schweins greifen an. Ja. Und dann gucken, wo können die anlegen? Die können nur hier vorne anlegen eigentlich. Also die mir erzählen mal, dass die hier ein Mauerstück haben zum Anlegen. Das wäre ja Wahnsinn. Der Feind hat die Mauern eingerannt. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Die kommen hier auch hoch? Oh shit. Man rückt dem Lord zu Leibe. Anders. Und laden. Das ist auch nicht. Die, also das ist auch die Lösung, aber. Das muss anders laufen. Hier machen wir erstmal dicht. Es kommen Leute zur Burg. Hier müssen wir dicht machen. Die Truppen des Schweins greifen an. Dann kommt er wieder mit seinen komischen Leuten. Gibt es Möglichkeiten hier? Nein. Ja, sind auf dem Weg. Hoch auf dem Tower. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Ja, das sehe ich. Fokus auf das Dach. Das muss weg. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Hier hin? Och nö. Nö, 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 Freundchen. Mein Herr, Ziel angepeilt. Das ging gerade so gut. Der Feind hat einen Belagerungsturm vor unseren Mauern. Die können damit über die Holzmauern? Gut zu wissen. Ja, genau. Die Holzvorräte sind zu knapp, Sire. Die Leute verlassen. Da kommt ihr bestimmt aus der Burg. Natürlich. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Kein Holz, mein Lord. Das ist egal. Muss die Steuern runterstellen. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Ihr verwöhnt uns, mein Lord. Das hat mir überlebt. Da oben stehen noch welche. Es kommen Leute zur Burg. Wir warten noch auf eine Reinlaufmöglichkeit. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt. Jetzt sind wir eigentlich. Was war das? F gewesen? Nee, J. Halbzeit. FPS. Die Vorräte sind sehr knapp, Sire. Wir machen mit Weizen weiter. Weizen ist gerade unser bester Way to go. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Und Angefaktor Bonus brauchen wir. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Klingt echt total bescheuert, aber müssen wir machen. Wir benötigen Gold.
Aufklärer berichten von einer großen Truppe des Schweins, die auf uns zumarschiert. Ja, hahaha, danke für die Warnung. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Wir benötigen Gold. Die Truppen des Schweins greifen an. Eure Beliebtheit steigt. Das ist eine Chance, die wir haben. Ich glaube, mehr als diese eine Chance kriegen wir nicht mehr in der Runde. Speichern erstmal. Part 2 und dann weiter geht's. Und speichern. Ich glaube, die Basis, die wir haben, ist ganz gut. Oh, mit Trambecken versuchen sie es. Es werden Waffen benötigt sein. Ihr müsst hoch da, ihr müsst hoch da. Oh, mit euch. Die Schenke ist weg. Das ist nicht gut. Können wir noch angefangen, den Bonus rausholen? Da haben wir schon plus 5. Egal. Sicher, sicher. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Lieber ein Gebäude mehr. Wir haben nicht genügend Gold, my lord. Ihr werdet plus 5. Als der gütigste Mann des gesamten Königreichs verehrt. Verzeihung, Sire. Dahin verstecken. Bogenschützen bereit. Pfeile bereit. Das muss weg, komm. Wir benötigen Holz. Er kann von da aus nicht schießen. Mein Bogen ist musst du hier rüberziehen. Mein Herr? Das scheint erstmal zu klappen. Unerreichbar. Frage ist, wie lange? Bogen gespannt. Na komm, weg damit. Eure Befehle in Bewegung. Schaut das Thema aus. Der muss weg. Dahin. Dann machen wir hier unten das so. Wir benötigen mehr Holz. Dass wenn die hier hochkommen wollen, dass die in jedem Fall hier Holz haben für den Belagerungstraum. Da könnte man ein bisschen Baitholz machen, so. Aufklärer berichten von einer großen Truppe des Schweins, die auf uns zumarschiert. Das macht es nicht gerade besser. Aber wir haben keine andere Wahl. Wir müssen jetzt auf eine Belagerungsgilde gehen, auf eine Mausergilde. So, hier hin. Euer Gnaden. Ihr müsst rankommen, Jungs, dann verkaufen. Warte, wir dürfen nicht mal Belagerungsgilde spielen. Och, nö. Nee, umsonst gebaut. Och nö. Auf dem Weg. Bin zur Stelle. Hoch da. Stellungen hier halten. Von wo kommen die jetzt? Von da. Och du Heilige! Und wir können halt literally nichts kaufen. Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. Es gibt eine Möglichkeit, die hier reinzulegen. Das ist, wir lassen die in die Burg laufen. Und zwar. Ich überlege gerade am besten wo. Hier vielleicht? Die Leute verlassen die Burg. Ich
zurückziehen. Auf den Turm. Hoch zum zweiten Turm. Oh nö, wenn die hier reinlaufen, haben wir ein Problem. Der Feind rammt unser Torhaus ein. Macht die Bude dicht, Jungs. Wir können von da aus. Oh no. Zur Stelle. Wir brauchen viel mehr Leute auf Dauer. Das war's. Wir laden nochmal. Und laden. Ich brauche auf Dauer mehr Geld. Also die einzige Möglichkeit. Wir müssen aber grausam spielen, glaube ich. Ich brauche Leute, ich brauche Waffen, ich brauche einfach alles. Die Holzvorräte sind zu knapp, Sire. Es werden Waffen benötigt, Sire. Ihr müsst hier hochkommen, ihr müsst hier hinkommen, ihr müsst mitkommen. Wir brauchen eine Gerberei. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Vor allem, wir haben dauernd Kühe und wir haben keinen einzigen produziert, das ist ja bitter. Das hier könnte eigentlich schon theoretisch zu spät sein. Ey. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Gold fließt in die Schatzkammer, Sire. Machen wir minus 4. Befehle? Die Leute verlassen die Burg. Aber Armpost umstellen? Oh no. Es gibt nur einen Weg, das hier zu lösen. Wir haben eine Chance, die wir benutzen können. Und zwar, indem wir jetzt auf Armbrust noch gehen, auch wenn es ein bisschen spät ist im Spiel, aber. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Wir haben keinen anderen Weg. Unsere Schatzkammer leert sich. Ein Gerber ist schon weg. Uns, mein Lord. Nicht geil? Dass wir uns nur von Steinen ernähren quasi, ist halt auch übel. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Wir könnten Steuern auf minus 9 drücken, wenn wir passend Nahrung haben auf Dauer. Ihr habt nicht genügend Gold. Ihr habt nicht genügend Gold. Gold? Rein da. So. Gute Geschäfte machen, Stein verkaufen. Die Baumeistergilde brachte uns ja eh nichts, deswegen die können wir vergessen. Auf dem Weg. Aber hier hinten, wir brauchen unsere Schenke wieder. Verdammt. Ja, da vorne zu bauen war dumm gewesen. Wir haben nicht genügend Gold, my Lord. Wir haben beinahe keine Nahrung einer mehr, großen Sire. Truppe des Schweins, die auf uns zumarschiert. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Brauerei. Dahin so. Haben wir Armbrüste? Ja, wir können drei ausbilden. Huch, so. Hoch mit euch. Dahin. Beliebtheit sinkt wieder. Ist mir aber egal. Jetzt brauchen wir Leute. Machen wir all in. Wir benötigen Holz. Da oben mal ein bisschen ablenken. Was wir zum Baiten haben. Zum Bait schießen. Bait and Baller. Schönes Ding. Ich springe sogar drauf an. Finde ich gut. Oh nö. Die Leute verlassen die Burg. Okay, taktisch gesehen passt das.
Unsere Leute fallen nur ein bisschen wie die Fliegen langsam, das ist nicht so gut. Wir haben keine Wirtschaft mehr. Ah, bitte! Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. Wobei, noch geht's. Wir haben mehr Jungs, als wir vorher hatten. Der Feind hat die Mauern Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Wir benötigen Holz. Da können die immer noch aufhalten hier hinten. Es kommen Leute zur Burg. In Ordnung. Aber gern. Sire. Wir müssen hier rüber. Ihr müsst verzeihen. Oh Gott, wie viele. Eure Beliebtheit steigt. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Gnaden. Ein wirklich gerechtes Steuersystem. Aber es klappt. Wir haben das. Wir haben die quasi in der Falle. Das ist gut. Der Holzhändler hier müsste wieder weg, damit wir hier hoch können. Hauptmann, bei den Staubwolken gehe ich davon aus, dass der Feind in großer Zahl auf uns zumarschiert. Und stimmt, der neuen. Oh Gott, letzter Angriff gleich. Und wir haben 15, 20 Mann. Des Schweins. Meine Männer werden eure Knochen zermalmen. Wir sind sowas von hinüber. Oh Gott. Wir sind sowas von hinüber. Das wird nicht funktionieren. Das ist dann never ever. Ach, wir haben ja kein Holz. Nein, wir hatten kein Holz für Produktion. Ah, wie bitter. Ist das bitter. Es sind einfach zu viele. Denen halten wir nicht stand. Was? Was geht hier überhaupt nicht? Was ist denn mit denen los? No, wir können doch nichts bauen. Immerhin können wir die da dezimieren. Das ist ein guter Anfang wenigstens. Jungs auf den anderen Turm nach hinten. Dahin. Wir haben eine Armbrust, yay. Wir müssen noch mal laden. Boah, das ist übel. Weil vielleicht, wenn die da oben so lange stehen bleiben, vielleicht klappt das schon. Also, es gibt eine Welt, in der man das gewinnen kann. Wenn der sich nur beim Pathfinding komplett vertut. Vertut. Das ist unsere einzige Chance, die wir haben. Der Gegner muss dumm genug sein, nicht Pathfinden zu können. Eine andere Wahl haben wir nicht. So dieses... Da ist noch eine Horde von denen? Oh mein Gott. Okay, wir halten das erstmal aus. Da können wir immer nicht bauen, weil die im Weg sind. Ah, bitte. Aber können wir hinten denn... Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Wo dürfen wir bauen? Hier? Aber von da aus erreichen wir doch nichts. Von da auch nicht. Sagen wir mal so, wir kommen an Waffen ran. Also,
Wir zerlegen die. Mann, speichern. Part 4. Ziehen wir jetzt durch. So, Moment. Während die erstmal da unten am Rumdackeln sind. Und ja, ich habe wieder natürlich das Ganze modifiziert, dass wir wieder ein bisschen Tempo höher schalten können bei Bedarf. Weil eben gerade sowas wie jetzt gerade eben eher, nehmen wir es mal, stille Phasen, wo es nicht passiert. Dass wir uns das zum Vorteil machen können. Auch für die Videos, dass es nicht ganz so langweilig für euch ist. So, mal hier aufrüsten. Dann Holz einkaufen. Hier ein bisschen verkaufen. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Weizen. Eure Beliebtheit steigt. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. So, Backup kommt hier ran. Bereit, eure Lordschaft, zur Stelle. Und marsch! Eure Beliebtheit steigt. Auch wieder hin. Achtung! Es werden Rekruten benötigt, Sire. Dann machen wir jetzt es eben. Rekruten benötigt, Sire. Ja. Es werden Rekruten benötigt. Armeefishing. Es werden Waffen benötigt. Wir ziehen die alle stückweise ran an uns. Indem man den Feind in zwei Teile spaltet. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp. Ochse hier, Ochse da. Holz reinholen. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Oh Gott. Fühl ich gerade, als ob ich hier raus Tonga Kusella machen würde irgendwie. Ja, mir egal. Wir brauchen mehr Weizen, wir brauchen mehr alles. Es werden Rekruten benötigt. Aber eine andere Chance haben wir gerade nicht mehr. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Ich werde jetzt nicht versagen. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Was habe ich gerade gesagt? Moment, wir werden nicht versagen. Oh Gott, das ist nicht so gut. Jetzt haben wir ein Problem, glaube ich, gleich. Ich muss mir hinten einen Blob von Leuten sammeln, die aufs Tor ausschicken und dann hier wegballern. Ich... Ah, verdammt. Ja, doch, machen wir. Wir try harden weiterkommen. Es werden Waffen benötigt, Sire. Try harden für den guten Zweck. Sire. Sammelpunkt da vorne. Waffen geschultert. Die können von da aus runterschießen? Eure Beliebtheit sinkt. Wie? Im Laufschritt. Feuer! Auf mal reinballern. Irgendwann treffen die schon. Oh Gott. Es werden Waffen benötigt, Sire. Also, eigentlich wäre es hier ein Loose gewesen. Eure Beliebtheit steigt. Aber so geht auch. Steigt meine Beliebtheit gerade, weil ich ehrlich war? Ich glaube schon. Es werden Waffen benötigt. Wir brauchen mehr Gerber. Das können wir ruhig hier volle Kanne aufrüsten nochmal. Hätten wir eigentlich eine Mission machen müssen, aber ja. Guck mal, die Lauftruppen sind bald weg. Aber es sind noch genug Fernkämpfer und genug Nahkämpfer übrig in dem Falle. Der Kornspeicher ist leer, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Los! Feuer! Okay, da geht keiner mehr lang. Dann eben alles hier hin. Feuer! Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr. Es werden Waffen benötigt. Das funktioniert. Sire. Es funktioniert einfach. Die Wirtschaft hält, die Belagerung hält auch, aber wenn die alle angelaufen kommen,
Das ist, glaube ich, der einzige, den wir mal machen können. Wir bauen uns eine Armee von 50 Mann auf, reißen einmal die Burg ganz kurz ein, stellen unsere Leute alle auf den Turm oben und lassen mit 50 bis 100 Armbrustschützen die ganze Verteidigung niederbrennen. Aber wie gesagt, das hier wäre eigentlich, wenn wir ehrlich sind, wäre das ein kompletter Lose gewesen bei der Masse. Eure Beliebtheit sinkt. Eure Beliebtheit steigt. Wir hätten viel, viel früher das umbauen müssen. Eure Beliebtheit aber sinkt. Spiele sind da, um unkonventionell gespielt zu werden. Also eure Beliebtheit steigt. Ja, entscheide dich doch mal. Es werden Rekruten, es werden Waffen sein. Dahin damit. Es werden Waffen benötigt, Sire. Waffen geschultert. Kann man euch hier auch schießen? Warte mal. Bereit, eure Leute. Zur Stelle. Feuer. Let's go. Feuer. RNG wieder auf unserer Seite. Mission 18 Style. Kann man ein bisschen aufräumen? Es werden Waffen benötigt, Sire. Los, finde das Juwel des Nordens. Auch wieder. Ach nö, Tower Defense macht mehr Spaß. Oh, wir haben keine Nahrung mehr. Nicht so gut. Mehr hiervon. Mehr hiervon. Mehr hiervon. Ein bisschen hiervon. Kein Hopfen mehr da. Dann davon. Ein bisschen hiervon. Weniger hiervon. Oh Gott. Waffen geschultert. Wenn wir so 50 haben, stellen wir die einfach oben drauf. Es werden Rekruten benötigt. Warte, können wir die. Wir baiten noch nicht. Noch ist, glaube ich, zu früh. Angstfaktor plus 5. Als der gütigste Mann des gesamten Königreichs verehrt, euer Gnaden. Plus 5 Bonus ist okay. Schultert die Waffen. So. Aber was meint denn ihr eigentlich in den Kommentaren? Meint ihr, das hier ist eine faire Spielweise? Ich finde ja schon. Ich meine, alles, was hier drin gebaut wurde in dem Game, sind Spielmechaniken. Entsprechend ist es Mechaniken wie die Pathfinden. Es ist, weil sie keine KI haben, eben in dem Fall einfach nur stückweises Vorrücken, wenn ein Weg gefunden wird und man den Weg wieder zumacht. Na gut. Dann müssen sie halt gucken, wie sie klarkommen. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Es werden Rekruten benötigt. Und bisher machen sie das halt eben aktiv, hier machen sie es halt eher passiv insgesamt. Es werden Waffen benötigt, Sire. Es werden Waffen benötigt, Sire. Da oben sind auch noch Baumeister vorhanden, das ist interessant. Also die Menge von denen ist gerade crazy. Holz. Wie viel haben wir jetzt? 45. Ich mache mal folgendes, Tor auf und Holz haben wir keins mehr, oder? Da haben wir ein bisschen Holz. Aber nicht mehr viel. Steigt. Ich glaube, der beste Weg wäre... Es werden Waffen benötigt. Wir reißen... Oh Gott, ich mache es hier mal wirklich. Na Kinder, weil die hier stehen... Oh Gott, diese Nervensägen. Warte mal, Jungs, gehen wir hier rüber. Weg damit. Da müssen wir hier rüber gehen. Feuer! Los! Gehen wir mehr hier hin. Und hier rein feuern. Feuer! Jawohl. Feuer! Und. Jetzt haben wir die Möglichkeiten. Endlich! Der hier muss weg. So. Dann Turm. Ihr könnt das nicht dort platzieren, da oben Lord. Hin. Treppe hinterm Bergfried hier hin. Die Bude machen wir dicht. Ach, guck mal, jetzt kommen sie. Der Feind hat einen Belagerungsturm vor unseren Mauern. Nein! Sehr geil.
Gegen den Block können die nichts machen. Es ist zu spät, Jungs. Ihr habt keine Chance, hier hinzukommen. Oder doch? Man rückt dem Lord zu Leibe. Eure Beliebtheit sinkt. Es werden Rekruten benötigt sein. Aber Tontauben schießen hier. Es werden Waffen benötigt sein. Hier hat einen Belagerungsturm vor unseren Mauern. Das merkt er jetzt erst. Aber crazy, ne? Habt ihr gemerkt, wie einfach eine Treppe dafür sorgt, dass sie denken, oh, ich hab einen Weg hier rein. Jetzt darf ich reinkommen? Verrückt. Da sind ja immer noch welche da oben. Im Laufschritt. Jetzt sind die in der Mauer ein. Ich werde nicht. Ach nein. Jungs, ist doch nicht euer Ernst. Es ist doch jetzt nicht wahr. Ah, nein. Jetzt sind die ernsthaft in der Mauer gefangen. Das kannst du keinem erzählen. Wir machen mal Speichern als Part 5. Und Speicher. Ach, das ist so schön doof. Ich lieb's. Die haben sich der ernsthaft... einen Belagerungsturm vor unseren Mauern. Ja. Die haben, als sie auf der Treppe standen, den Block unter sich eingerissen und die Nachbarn haben es gemacht. Das heißt, die haben sich selbst den Weg in die Burg abgeschnitten. Das ist so schön doof. Ach, wisst ihr, erstmal einsperren hier. Dann bleiben wir erstmal schön in der Burg hier drin. Dann machen wir spontan hier Urlaub. Das ist so doof. Aber irgendwie auch gut. Wenn du einem dieses Video hier schickst oder diese Story erzählst, das kannst du eigentlich keinem erzählen. Kann ich wenigstens hier irgendwie... hat einen Belagerungsturm vor unseren Mauern. Ach, das klappt. Da ist eine Kachel verbunden. Achtung. Und los, ladet nach. Sire. Und Marsch. Kurzer Prozess. Wie soll ich die jetzt loswerden? Guck mal. Also die haben sich ja selbst eingegraben da hinten. Wie soll ich denn jetzt die Truppe auf meiner Burg rausbekommen? Das geht doch gar nicht. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Erinnere dich doch an diese epische Schlacht, als das Schwein in den Mauern unserer Burg stand. Ja, Mensch. Jetzt wäre halt die einzige Idee, die mir käme. Ich müsste meine eigene Mauer angreifen. Ich kann ja literally keinen anderen Weg wählen. Oder anderer Plan, wir beseitigen mal alles hier oben erstmal. Um mal zu gucken, was rein hypothetisch passieren würde. Mal hier so ein bisschen drumherum bauen. Dass die nicht auf schlaue Ideen kommen.
Eure Lordschaft. Zur Stelle. Unerreichbar, Sire. Räumen wir mal hier rechts auf. Dann, den Tower hier. Aber wir können eigentlich ein großes Tor aus dem platzieren. Falls hier hinpassen würde. Dann halt eben nicht. Okay, dann machen wir es eben anders. Dann machen wir es eben so rum. Eure Beliebtheit sinkt. Der Feind rückt los. Wird doch auch Lack gesoffen. Bisschen blind sind die aber auch. Auf beiden Augen aber. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Von denen, oder wenn die ihn anpieksen, also er könnte schon drauf gehen, rein theoretisch. Es werden Waffen benötigt, Sire. Aber wir nehmen die Jungs mit. Komm. Bereit, eure Lordschaft. Raus hier. Vorwärts. Im Laufschritt. Ladet nach. Wird zurückgefassen. Und Prozess. Vorwärts. Im hier aufräumen. Und Marsch. Vorwärts. Im Laufschritt. Und Marsch. Haben wir noch was hier? Nö. Es sind jetzt literally nur die eingesperrten Einheiten. Ach nee, ey. Ich krieg einen Vogel. Vorwärts. Okay, anderer Plan. Wir haben kein Eisen, aber wir können uns einen Kolben bauen. Wir attackieren unsere eigenen Mauern und fräsen uns da rein. Eine andere Wahl haben wir jetzt nicht. Also wir müssen die Leute da rausbekommen. Kann doch nicht sein, ey. So. Kolben hier, Kolben da, Kolben tralala. Das hat sich gerade zu der merkwürdigsten Mission ever entwickelt. Es geht literally um 3-4 Einheiten da unten. Zur Stelle. Im Laufschritt. Aber können wir uns vielleicht einfach hier in die Burg reinfräsen, auch mal wie die, also. Kommt mal her, Jungs. Dann geht's auf Klassenfahrt, ja? Dann kommt mit. Das muss doch funktionieren, das da. Hier hin. So. Macht was. Für euer Geld. Voller Möhre drauf da. Irgendwie. Aha. Die kriegen Schaden. Ein bisschen. Vielleicht wollt ihr aber einfach an ihrem Todesort eingesperrt werden. Bin mir nicht sicher. Kolben, mitkommen. Ihr drei. Ihr reißt jetzt meine eigene Mauer hier ein. Los. Und zwar. Oh. Ja, fast. Dahin. Fast. Man rückt dem Lord zu Leibe. Eine Botschaft des Schweigs. Ihr seid wirklich zu nichts gut. Oh, das ist nicht gerade sein Ernst, oder? Eure Haut noch verwenden. Ist der gerade ernsthaft wegen der Akku? Ihr seid besiegt. Der Feind ist bezwungen. Ja, natürlich. Warte, was? Platziert euren Kopfspeicher, Sire. Was? Der Feind hat einen Belagerungsturm vor unseren Mauern. Was ist da passiert? Es werden Rekruten. Also ich fasse zusammen. Wir wissen, dass da oben die nicht rankommen werden, weil die einfach da oben quasi geparkt sind, kann man so sagen. Die hier unten sind in der Mauer eingesperrt, aber der Lord will, sobald wir die Möglichkeit haben, den angreifen. Das ist doch bescheuert. Okay, wir haben das gemacht gehabt. Wir hatten gesagt, wir bauen uns hier eine Extension-Mauer. Oder eine Mauer-Extension einfach so rum. Machen wir mal den hier. Fehlt denn irgendwo? Gehen wir hier hin eben. Oh. Bereit, eure Lordschaft. Zur Stelle. Der Feind rammt unser Torhaus ein. Vorwärts. Sie sind Geschichte. Ladet nach. Im Lauf. So, hier hin. Jetzt noch mal ein schnell durchlaufen. Keine Zeit hat hier. Und los. Prozess.
So, ihr geht raus. Wird hier mal aufgeräumt. Marsch! Vorwärts! Im Laufen! Ich glaube, also wer jetzt noch zuschaut, Respekt, dass ihr diese Geduld habt. Diese etwas nicht normale Art zu sehen. Aber ich überlege gerade, also Waffen geschultert. Und ach, weißt du, wir brauchen Truppen, die hier, Moment, wir haben uns Holz gekauft, wir haben Eisen gekauft, wir haben das gemacht, wir haben das gemacht, wir haben hier verkauft. Und die hast du hier reingeballert, die Verrückten. Ich meine, mit ein bisschen RNG geht das. Okay, ist ein Problem. Hier einkaufen, das einkaufen, das einkaufen, das da einkaufen, hier ein bisschen Nahrung, da ein bisschen Brot, hier habt ihr Weizen, habt ihr Mehl, viel Spaß. So, dann zur Holzgeschichte. Eure Beliebtheit steigt. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Kolben, Kolben, noch mehr Kolben, noch mehr Kolben. Also Schaden bekommen die. Aber zur Stelle. Sie sind Geschichte. Es hängt einfach alles. Das muss ihr euch mal vorstellen. Ne? Die Mission ist eigentlich geschafft. Es hängt alles von einem beknackten Zufallsgenerator ab, der gerade davon entscheidet, wie gut die ihre Pfeile treffen. Das ist einfach. Komm, der noch wenigstens, dann ist er weg. Einer. Einer geht noch. Es werden Rekruten benötigt, Sire. 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 Es werden Waffen benötigt, Sire. Da reinprügeln. Die Burg hat standgehalten. Let's go. Oh, das hätten wir eigentlich verloren, Haus hoch. Die Folge geht einfach eine Stunde? Haben wir gerade den Rückzug befohlen. Zurück zu den Botenmännern. Wir verschwinden. Gute Idee. Aber Sieg. Haben wir gerade ernsthaft eine halbe Stunde daran gesessen, die letzten paar Leute da zu eliminieren? Oh Gott, was eine Folge, ey. Aber hat Spaß gemacht. Ich muss tatsächlich sagen, wenn es um die Armeen vom Schwein geht, immer wieder geil, diese Plops von Streitkolbenkämpfern. Dass wir die Treppe gebaut haben und wir dadurch gesehen haben, dass sich das Pathfinding eben, also die Wegfindung nach updated für Belagerungstürme und für Sturmböcke, auch geil. Also man hat, auch wenn es lang war, trotzdem nochmal so kleine Mechaniken gesehen. Das sind sehr schöne Details. Aber ja, wenn euch die Folge gefallen haben sollte, lasst ihr gerne einen Daumen nach oben da und abonniert vor allem, wenn ihr weitere unkonventionelle Gameplays sehen wollt. Würde mich in jedem Fall freuen, wenn ich euch wiedersehe. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge hier bei Stronghold 1 oder anderen Games auf dem Channel. Bis dahin, yours truly most wanted. Bye bye. Tschüss.